die Büste des Barons? Reines Gold. Ein Vermögen. Sogar mit der Visage von Norbert. So. Müssen wir nur kurz gucken. Wieder ganz bisschen. Ja. Geil. Wenn ich C drücke, macht er das da. So, da müssen wir erstmal gucken. Auch wieder für einen Salbfall? Wohin müssen wir schießen? Ganz ehrlich, wohin? Ist hier nur eins wert. Okay, dann schon mal. Oh. Das erklärt so einiges. Wir hätten also gar nicht dahin gemusst. Ja, ich bin so intelligent ab und zu. Und erstmal Kapitel 3, schmutzige Geheimnisse. Nein, noch nicht. Ich will gucken, ob man... Schwierigkeitsgrad kann man irgendwie... Bla bla bla. Transition. Naja, okay, kann man hier jetzt nicht. Vielleicht kann man das ja im Glockenturm. Kapitel 3, schmutzige Geheimnisse. Speichervorgang, bitte warten. Ich habe den Ring, den Besso wollte, direkt vom Finger des Diebesfängergenerals selbst gestohlen. Diesen Spürhund des Barons. Aber das bringt mir keine Antworten. Erst erzählt mir der Besso, dass ich ein ganzes Jahr nicht auf der Stadt war. Und dann sagt mir die Königin der Bettler, ich hätte geschlafen, seit die Bettler meinen Körper gefunden hätten. Aber warum erinnere ich mich nicht daran? Vielleicht hat mich diese Schwermut befallen, die sich überall verbreitet. Neues Ziel. Finde den Eingang in das Bordell. Erstmal speichern. Der Besuch, Sir? Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Harte Zeit. Finde ein eigenes Bordell. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesen Blüten gehe, bin ich ruiniert. Keine Sorge, Sir. Madame Zhao Zhaos Haus der Freuden ist nicht ganz billig. Ihr werdet dort nur unter uns gleichen verkehren. Ha! Denkt ihr, Adlige zerreißen sich nicht das Maul wie euresgleichen? Die sind noch schlimmer. Mir wurde gesagt, meine... Oh. Das wird sie, Sir. Das wird sie. Selbst jetzt schleichen sich die Pfeffersäcke hier unten rum. Was sollen sie denn sonst mit ihrer Zeit anfangen? Sollen sie ihr Gold zählen? Erstmal aufschrauben. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich euch helfe. Nein, natürlich nicht, Sir. Hey, das geht anders auf. Neue Karte. Was haben wir denn hier so Schickes? Ein alternativen Weg. Wow, da war knapp. Stolpert nicht, Sir. Bleibt immer im Licht. Ich wusste, Zhao Zhaos Freudenhaus steht an einem diskreten. Einmal runter. Schön gerutscht. Und eine Goldmünze. Hier, was hier noch was? Nö, sah nur so aus. Wir können uns auf jeden Fall viel schnappen. Ich trage durch. Zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ich muss mich reinschleichen. Nö, was? Betritt das Haus der Blüten. Gestank. Ist das irgendein Kanal? Das ist der Fluss, Sir. Das Mauerwerk hier gehört zu einem der versunkenen Viertel. Ich brauche keinen Geschichtsunterricht. In Orle stinkt war da eben hier. Nö. Was war das? Sieht uns hier nicht, oder? Wer ist da? Der Tod. Aber nicht für dich. Was ist denn? Du kommst zur falschen Zeit zum falschen Ort. Ich habe offenbar Halluzinationen. Ja, hast du. Oh, jetzt geht er näher. Ich finde, das ist ja passend. Kommt er wieder? Er ist noch hier. Wo sind die Wachen? Hey. Der ist doch jetzt da. Den können wir bestimmt bestehlen. Oh, ich der ist reich. Ich fühle mich nicht besonders. So, das war schon mal einiges an Gold. Die ich in der Nacht jede genau. Nacht derselbe Albtraum. So, und was machen die Wir da haben jetzt? Euch erwartet, Sir. Dürfte ich eure Einladung sehen?
Einladung? Oh, natürlich. Ich hatte hier bei. So. Lass mal gucken. Gut, schnell machen, damit die nicht hier reinkommen. Okay. Das Haus der Blüten. Unteres Stockwerk. Erstmal safen. Mit geschlossenen Augen sieht die Stadt am besten aus. Können wir nicht rein? Müssen wir aber. Achso. Boah, ich dachte gerade nicht, was geht hier. Mann, ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Durchsuche das Bordell nach Hinweisen. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Oh, Handspiegel. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. So, erstmal hier alles mitnehmen. Wir sind nur ein Gast. Nur ein Gast, gar nichts mehr. So. Oh. Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie schön. Was? Woher weißt du das? Ich trage eine Maske. Ich habe nicht euer Gesicht angesehen, Sir. Aha. Okay, die wollen wir nicht stören. Gut. Das sieht aber geil aus, wenn man hier vorbeigeht. Fallen wir einfach vor. Hoffentlich tut ihr der Bastard nicht wieder weh. Hier. Oh, fuck. Hier ist ein Eindringling! Darauf hab ich... Nö. Laden. Schmutzige Geheimnisse. Laden. Ja, F4930. Mal sehen, wo er jetzt lädt. Gut, an der richtigen Stelle. Wieso gehst du mir aus dem Weg? Mann, Susi, du kennst doch Madams Regeln. Die Ware wird nicht angefasst. Hm. Und wenn deine Schicht vorbei ist? Nicht jugendfrei, meine Liebe. Geh heim und hol mir einen runter, wie immer. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Die fragen sich alle, was aus den Eintopfküchen geworden ist. So, jetzt können wir hier lang. Einmal hoch. Das Wetter schlägt um. Subsafen. Nein. Der Opium. Was jetzt? Was? Hey. Ich will das aber eh nicht. Ein Glück haben wir genau davor gesaved. Super. Super. So. Da ist allerdings ziemlich viel Diebesgut. Was ist das denn? Achso. Der Opiumkübel ist fast leer. Hilfst du mir, ihn aufzufüllen? Ich mache nur noch kurz die Getränke fertig. Danach helfe ich dir. So, ziemlich viel Opium. Wenn ich die Pumpe überlaste, gibt's für alle süße Träume. Hinter dem Tank ist ein Mechanismus. Ich muss die Klappen bedienen. Garrett, du bist schlau. Madam sagt, wir sollen immer unter die Masken sehen. Aber die sind alle so paranoid. Am besten ist es, wenn sie einschlafen, bevor sie fertig sind. Jedenfalls kann man sie dann leichter zeichnen. Was? Zeichnen? Habe ich da nicht was nicht mitbekommen? Nein. Wie Wochen war Lord Van Vernon hier? Hä? Ich. Nicht schon wieder. So. Gut. Das ist ja. No. So, dann laden wir eben wieder. So, und